Nach der Kanada-Reise Ende September kam MS Amera in der Werft in Danzig an, wo sie bis Mitte Februar auf Beauty-Kur war. Wir von Phoenix Reisen TV sind standesgemäß am Anfang und Ende der Werft mit dabei, um Ihnen, liebe Gäste, mal zu zeigen, wie das Ganze vorher und nachher aussieht. Schauen Sie mal, was hier in den nächsten Wochen passiert und vor allen Dingen, wie dann das finale Endprodukt aussieht. Obwohl MS Amera erst Mitte 2019 umfassend modernisiert wurde, setzt Phoenix Reisen zusammen mit der Reederei den Fokus darauf, regelmäßig in die Flotte zu investieren und auch MS Amera zukunftsorientiert für unsere Gäste voranzubringen. In der großen Werftzeit standen hunderte Projekte auf der Agenda. Die Planungen der Reederei des Schiffes BSM, Phoenix Reisen als Charterer und des Werftteams liefen auf Hochtouren. Neben den umfangreichen Wartungsarbeiten wurden auch eine Vielzahl an Modernisierungsarbeiten durchgeführt. Den Überblick behält Fleet Manager Norbert Jepsen. Das Ozeanrestaurant mit 300 Sitzplätzen, das wird komplett erneuert und renoviert. Wir haben jetzt 4 Hauptmotoren, die für den Antrieb sorgen, die werden ausgebaut und da haben wir dann 4 neue emissionsfreie Maschinen, bauen wir da ein. Also sehr oder emissionsfrei ist vielleicht übertrieben, aber emissionsarm. Also wir bauen einen neuen Landanschluss ein. Also nach dem Retrofit können wir uns mit jedem anderen Schiff, das auf dem Markt ist, da messen. Toll. Dann mal ran an die Arbeit. In der Werftzeit wurde der gesamte Pool am Heck des Schiffes neu gestaltet und lädt nun unsere Phoenix-Gäste zum Urlaub machen ein. Weiter wurde MS Amera im Trockendock erstmal das Wasser entzogen, sodass alle Bereiche des Schiffes, auch die, die sonst unterhalb der Wasserlinie liegen, frei zugänglich sind. So bekam MS Amera beispielsweise einen neuen Anstrich unter dem Kiel. Auf dem Plan standen außerdem umfangreiche technische Anpassungen, wie ich von Kapitän Dariel Valdez erfahren. Unter anderem wurden die Schiffsmotoren von MS Amera durch neuere, effizientere Modelle ersetzt. Der Umbau des Antriebs ist ein wichtiger Schritt mit Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Das sind unter anderem 4 neue Hauptmaschinen, das sind 2 neue Bugstrahler, 2 neue Propeller, ein komplett neues Automatisierungssystem und unsere Hilfsgeneratoren, die den Strom bisher produziert haben, die werden auch von Bord gehen. Das heißt, wenn wir mit diesem Projekt durch sind, sind wir auf aktuellen Standards und haben komplett neues Equipment, neue Maschinen an Bord und sind entsprechend konkurrenzfähig, auch im weitesten Sinne mit allen anderen neu gebauten Schiffen heutzutage. Hier im Bauch des Schiffes bekommen wir einen spannenden Blick auf die neu eingesetzten Hauptmaschinen und Generatoren. Auch die Heckpropeller wurden gegen neue Modelle ausgetauscht. Ein optimiertes Design der neuen Propeller, welche an das Fahrprofil angepasst sind, senken fortan den Kraftstoffverbrauch. Im gesamten technischen Bereich erfuhr MS Amera viele Neuerungen, um das Schiff noch grüner zu machen. Dafür bekam das Schiff hier an dieser Stelle auch einen hochmodernen neuen Landstromanschluss. Und das hat den Vorteil, dass man im Hafen CO2-neutral liegen kann, insbesondere wenn der Strom CO2-neutral hergestellt wird. In Deutschland sind das jetzt Warnemünde, Kiel, Hamburg, die solche Anschlüsse schon zur Verfügung stellen und der Trend weltweit geht eindeutig in diese Richtung. Von außen sieht das Ganze dann so aus. Damit hat MS Amera nun auch die Möglichkeit, die Maschinen in einem Hafen abzuschalten. Im Passagierbereich waren täglich über 1000 Handwerker im Einsatz, um in 10.000 Arbeitsstunden am Tag 2.200 Quadratmeter Außenbelege zu erneuern.
Außerdem wurden 540 Fensterscheiben ausgetauscht und 6500 Quadratmeter Teppiche in den Korridoren und Treppenhäusern neu verlegt. Auch die Rezeption erstrahlt nun in einem neuen Design. Weiter geht es ein Deck tiefer, auf der 7. Hier wurde das komplette Restaurant Ozean aufwendig renoviert. Ein neues Interieur inklusive Beleuchtung und Decken locken auch Schiffsreisendirektor Michael Schulze an Bord. Er ist persönlich gekommen, um sich einen Eindruck zu verschaffen und ist begeistert. Es ist wirklich, glaube ich, ein neuer, wunderbarer Ort des Dinierens und auch des Speisens. Und ich meine, gutes Essen gehört zu einer Kreuzfahrt dazu. Also das hier ist sicherlich eins der Top-Highlights auch für die Gäste. Neben dem aufwendig umgebauten Restaurant wurden in einem Mammutprojekt auch 232 Kabinen neu gestaltet. Hier wurden vor allem die Badewannen durch moderne Duschen ersetzt. Auf Deck 12 wurde die großzügige Royal Suite grunderneuert. Sie erstrahlt nun in wohltuenden Farben und mit einer modernen Inneneinrichtung, wie uns die Architektin erzählt. Ja, wir befinden uns hier in der Royal Suite. Das ist die größte Suite auf der Amera. Und hier war die Aufgabe, einfach eine neue Frische reinzubringen. Und für uns ist immer wichtig, dass gerade die größte Suite, wo natürlich auch die Gäste sehr gerne auch wohnen, dass wir da eine harmonische Materialität, die Farben aufeinander abgestimmt sind, dass man sich wohlfühlt. Dieses Zuhause auf Zeit wird sicherlich auch den nächsten Gästen Freude machen. Nach der Werfzeit gibt es übrigens auch ein schnelles WLAN an Bord. Außerdem wurden über 1000 Steckdosen neu verbaut. Auch an die Besatzung wurde gedacht. Das in die Jahre gekommene Fitnessstudio ist nun hochwertig renoviert und bestens ausgestattet. Außerdem wurden die Essensbereiche der Crew inklusive Bar mit Lounge komplett modernisiert. So kann der Feierabend doch starten. Die einen gehen, die anderen kommen. Mittlerweile ist nämlich auch das Phoenix-Team für letzte Vorbereitungen zurück an Bord und froh, dass es endlich wieder losgeht. Als ich an Bord kam, merkte man wirklich jedem Crewmitglied an, dass sie jetzt wirklich Feuer und Flamme dafür sind, dass bald auch wieder Gäste mit uns unterwegs sein können. Nach 4 Monaten in der Werft ist das ein oder andere Crewmitglied wirklich jetzt dankbar, auch wieder die 7 Weltmeere bereisen zu dürfen. In den letzten Monaten wurde vom gesamten Team wirklich Unglaubliches geleistet. Jedem gebührt ein großer Dank, dass er hier wahnsinnig hart gearbeitet hat, dass das dann rauskommt. Das Ganze kostet natürlich unglaublich viel, nicht nur Mühen, sondern auch Geld. Aber das muss auch sein, denn wir wollen unser Schiff MS Amera voranbringen. Und das alles, damit unsere Phoenix-Familie wieder zusammenkommen kann. Die Besatzung an Bord von MS Amera ist jedenfalls startklar. Damit ist die Arbeit getan, die Gäste können kommen und neue Reiseabenteuer erleben.